Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Ostern findet statt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, an diesem Ostersonntag. Und wenn der Wetterbericht stimmt, wird es ein sonniger Tag sein, mit Gelegenheit für einen Spaziergang zu zweit oder mit der Familie, um möglichst viele Blüten zu sehen, Frühlingsblüten auf dem Weg. Wir wollen Ostern so weit als möglich gestalten, wie wir es gewohnt sind. Wir versuchen, einen Osterzopf zu backen mit selbst hergestellter Hefe. Und hier in der Kirche, bei der Aufnahme, haben wir auch die gemeinsame Osterkerze, die wir jedes Jahr von unseren römisch-katholischen Geschwistern bekommen. Ostern feiern in besonderen Zeiten. Weit auseinander und doch möglichst gemeinsam. Vielleicht haben Sie den Fernsehgottesdienst eingeschaltet um 9.30 Uhr aus Ingelheim. Eine besondere Aktion steht an seinem Ende. Lasst uns miteinander Ostern feiern, auf dem Balkon, auf den Terrassen, bei einem weit geöffneten Wohnzimmerfenster, wenn wir miteinander singen und Posaune und Trompete spielen. Christ ist erstanden von der Marter alle. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Vielleicht singen Sie mit, dass die Botschaft dieses Tages auch an unsere Ohren dringt. Keine Passion ist ewig. Auch diese Passion des Jahres 2020 wird an ihr Ende kommen. Wir erhalten einen Vorgeschmack auf das neue Leben, so wie es das Votum des Ostersonntags sagt. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle in meinen Händen. Lasst uns verbunden sein an diesem Tag, auf diesem Weg durch das Internet. Lasst uns verbunden sein durch Briefe an unsere Gemeindemitglieder, durch Anrufe. Lasst uns verbunden sein durch den gemeinsamen Glauben und dass wir einander nicht vergessen im Gebet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre uns im auferstandenen Jesus Christus, jetzt und auch in Zukunft. Amen.